meine Lieben, und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ja, ich bin einen Tag zu spät, I know. Das liegt daran, dass gestern irgendwie, ich weiß nicht, es war gestern irgendwie ein seltsamer Tag. Also entweder lag es daran, ich habe schweren Sprachfehler, entweder lag es daran, dass gestern mein letzter Urlaubstag war und ich eigentlich noch mal so viel Zeug für mich machen wollte. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gestern irgendwie... ich kann nicht mal sagen, ich kann auch jetzt wirklich nicht sagen, was ich gemacht habe, ne? Aber gut, lassen wir das. Also es ist Montag früh. 10:15. Ich sitze hier dick eingepackt mit warmer Strickjacke und meinem Elchbademantel. Hatte ich schon lange nicht mehr an. Es ist scheiße kalt bei uns. Also wirklich, es sind aktuell minus 8 Grad. Und es wird den ganzen Tag immer kälter. Ich habe jetzt vorhin schon mal schnell meinen Ofen eingeschürt, weil im Wohnzimmer waren es 14 Grad, war jetzt auch nicht so prickelnd. Und ich habe keine Ahnung, wie kalt es hier in meiner Eishöhle ist. Ich denke mal, es ist ja so 12 Grad oder so. ich lasse die Tür jetzt hier immer offen, dass hier so ein bisschen wenigstens überschlagen ist. Tut mir leid. Aber es ist echt, es ist Hölle draußen. Also ich schaue ja immer auf meine Wetter-App und da stand wirklich vorhin jetzt minus 8 gefühlt und da steht dann immer dort, wie es sich anfühlt, minus 16. Also gefühlt sind es minus 16 Grad, das liegt daran, es ist scheiße windig. Es fiemelt die ganze Zeit. Ich habe auch geguckt für nächsten Sonntag, meinen Geburtstag, habe ich Schnee. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk ever. An meinem Geburtstag Schnee. Ich liebe es. Und die Woche drauf schneit die komplette Woche. Und ja, ich konnte gestern mein HJ wieder abholen. Also für alle, die es nicht wissen, mein Auto bzw. meine Autos haben immer Namen. Und mein jetziger, mein Cabrio, der heißt wie mein Papa, HJ, also eigentlich Hans-Jürgen, aber in der Arbeit hatte dann den Spitznamen gekriegt, Hayü. Und so heißt jetzt mein Auto. Und ja, der konnte repariert werden. Er konnte geschweißt werden. Und ich habe sogar hinten neue Bremsen bekommen. Ohohoho. Ja, also der schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Also er klingt nicht mehr wie ein Formel 1 Auto. Und ja, ich bin happy. Ich bin richtig happy. Und ja. Das war es jetzt eigentlich so am Anfang, was ich mal erzählen wollte. Und ich sehe gerade, also entweder werden meine Augen schlechter oder ich habe keine Ahnung. Naja gut. Wir haben uns natürlich heute hier versammelt, um zu gucken, was ich erwärmt habe. Ich habe ja beim Freaky Friday schon das ein oder andere angesprochen. Aber, also ich habe jetzt hier endlich mal leer gemacht den Cucumber and Cactus Water und zwar hier in meinem Büro. Also das ist so ein, der ist auch, finde ich jetzt, gar nicht schlecht fürs Büro. Also der ist erfrischend, belebend durch Gurke und dieses Kaktuswasser. Weil der war ja sonst eigentlich immer so mehr mein, mein Badezimmerduft. Aber, also ich muss sagen, der ist auch wirklich fürs Büro ist der wirklich geeignet. Also der hat auch so richtig schön, das ist so ein Pflanzenduft, so. Naturduft und
eben durch die Gurke dann und dann echt so ein bisschen durch ein bisschen dieses Salzige. Der ist echt, ja, jetzt ist er leer von den Sommerbricks. So, wir haben knackige Gurke trifft auf erfrischendes Kaktuswasser und Meersalz. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ja auch den ein oder anderen von den Bring Back My Bars durchgeballert. Wie zum Beispiel der Calming Woods. Also, der ist ja wirklich. Also der ist ja eigentlich gleich so mein Fall, weil der geht wieder so ein bisschen in die maskuline Richtung durch Sandelholz. Aber hat auch so was Weiches durch die Vanille. Aber der ist auch ein bisschen schwach auf der Brust. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber ja, ist leider so. Ist echt ein wunderschöner Duft. Aber der war bei mir. Ich hatte ihn im Wohnzimmer in der Mitte. Da hat man den echt nicht lange wahrgenommen. Fand ich echt schade. Fand ich richtig schade. Also leider auch kein Club. Lassen Sie sich von Vanilleschoten, cremigem Sandelholz und reichhaltigem Zederholz umschmeicheln. Ja. Dann hatte ich im Gästeklo unten Your Paul Mickey. Das war ja damals der erste Mickey-Maus-Duft von uns. Also er ist sehr apfelig, sehr, ja, also, ja, also schon mehr diese Orangenblüte, diese Süße und dann grüner Apfel. Also ich hatte ihn im Gästeklo, also ich fand ihn, ja, ich fand ihn jetzt nicht so prickelnd, aber ich glaube, der hat mir damals schon echt gefallen. Also da fand ich die Mini damals auch schon, glaube ich, besser. Ja, also er hat wirklich eine süße, ja, süß verspielt. Aber ja, leider nicht meins. Ein Freund auf ewig verdient diesen passenden Duft. Diese süße und schmucke Kombination aus grünem Apfel, Orangenblüte und frischer Frühlingsluft ehrt eine ganz besondere Freundschaft. Naja, den werde ich mir jetzt vielleicht mal für Minilampen aufheben, wenn ich mal wieder umdekoriert habe. Dann hatte ich drinnen, auch von dem Bring Back My Bar, der Groovy Grapefruit. Und was soll ich sagen? Der hat mich echt umgehauen. Der hat mich wirklich umgehauen. Den hatte ich linke Seite im Wohnzimmer drin. Und jedes Mal, wenn ich da hinten irgendwas gemacht habe, habe ich mir jetzt mal gedacht, ey, wow, das riecht hier wie frisch geputzt. Also der hat wirklich. Diese frische, belebende Grapefruit, das hat sich wirklich, und dann durch das Amber noch, hat sich das echt immer, hast du echt gedacht, du kommst hier in einen komplett gewienerten, geputzten, gewischten, keine Ahnung, Raum rein? Der war mega. Der ist wirklich mega. Und der hat auch, also der hat wirklich lange gerochen. Also, da bin ich am Überlegen. Ich habe jetzt noch 2 Tage Zeit, um meinen Club zu bearbeiten. Dann hatte ich,
hatte ich drinnen den Silverbeds. Ist ja bei uns im Katalog unter Festtage. Ja, und der ist, ich mag ja dieses Pfefferminzige, aber der ist jetzt, der hat jetzt nicht diesen beißenden, krassen Pfefferminz, sondern das ist so ein schöner, leichter, weicher Duft. Und zwar ist es, kommt es daher, dass durch die Birnen und durch Vanille und Karamell, das ist so ein, der ist so lieblich und der riecht auch lange. Also der ist wirklich, also wer es nicht so krass pfefferminzig mag, der ist mit Silverbells echt sehr gut aufgehoben. Ich hatte den schon ewig nicht mehr und ich war echt überrascht, wie gut der eigentlich ist, ne? Also deswegen sage ich ja auch, probiert einfach auch mal andere Düfte aus. Also es ist, auch wenn euch die Duftbeschreibung nichts sagt, außer es ist jetzt natürlich explizit, es sind Nelken drin oder nur Nelken oder Nelken, ihr wisst, ne? Aber da gibt es auch immer Überraschungen. Gibt es immer Überraschungen. Siehe der Christmas Cottage. Der hat auch Nelken drin und ich liebe den. Also man kann nicht immer hundertprozentig nur nach der Duftbeschreibung gehen, ja? Also man muss die wirklich gerochen haben. Kühle Pfefferminz-Zuckerstangen tanzen auf warmen, einladenden Winterbirnen, eingehüllt in einem samtweichen Mantel aus Karamell und Vanillezucker. Mm, ja. Ja, ja, ja. Oh, der ist leer. Der kann weg. Dann hatte ich... Also den habe ich ja schon am Anfang gefeiert, als ich die Kollektion beim ersten Mal gerochen habe. Und das ist so weitergeblieben, auch als er in der Lampe war. Und zwar aus der Karnevalskollektion, der Mighty Mocktail. Ich will immer Cocktail sagen, Mocktail. Mighty Mocktail. Also der ist wirklich... Oh. Der hat auch wieder Pfefferminz, ne? Aber der ist schon von der Pfefferminz ist der schon ein bisschen strenger. Aber der hat dann auch dieses weiche, zuckrige. Also der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem Marshmallow Mint Cocoa. Nur da ist keine Schokoladennote drin. Also da ist wirklich nur Pfefferminz und Zucker. Beziehungsweise ist Zuckerwatte. Aber der ist... Also der ist wirklich, der hat auch so ein bisschen was von so einem, von den weißen Tic-Tac. Aber eben nicht so krass. Also da kommt wirklich das, diese Zuckerwatte schwächt die Pfefferminz dann ein bisschen ab. Ich hatte den in der Küche drin und ich habe den gefeiert. Ich habe den wirklich so gefeiert. Ein Zweig Gartenminze vermischt sich mit süßer Pfefferminze und Zuckerwatte. Also, ich bin mir zu 99,9% sicher, dass ich den in den Club schmeiß. So. Und dann habe ich ja auch schon, glaube ich, in meinem Freaky Friday gesagt, ich hatte auch meinen Diffuser laufen. Den habe ich ja auch jetzt wieder unten im Wohnzimmer aktiviert, weil nachdem ich krank war, lief der ja 24/7 mit Eukalyptus. Und ich muss jetzt hier mal ganz schnell gucken. Ich hatte hier irgendwo ein Taschentuch. Ich muss nämlich gleich lesen. Entschuldigung. Oh. Es fängt doch nicht schon wieder an. So, ich bin wieder da.
Ja, diffuser lief. Und zwar habe ich ausprobiert, das Peach und Patchouli hatte ich mir ja letzten Monat zum halben Preis in der in meinem Club rausgesucht. Also, er ist vom. Er ist sehr Patchouli-lastig, sage ich jetzt mal so. Also, es kommt wirklich nur minimal Pfirsich und dieser Balsam raus. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass der, je länger der Diffuser gelaufen ist damit, desto irgendwie, weiß ich nicht, desto mehr Patchouli-lastiger wurde der. Also es war echt, also nee, also das ist echt nicht meins. Also da bin ich ja wirklich nach der Duftbeschreibung gegangen und nein. Nee, 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 nee. Es ist echt, ja, blöd. Ja, nichts kommt natürlich an mein gutes altes Peppermint ran. Da ist Gott sei Dank noch ein bisschen was drin. Oh, das ist halt wirklich, das ist reine Pfefferminz. Ach, hier mein Eukalyptus ist leer. Das Eukalyptus ist leer. Habe ich. Ist das. Nee, das haben wir auch gar nicht mehr. Wir haben nur noch den Eukalyptus Lavender Mint. Aber das war halt wirklich, also das hat halt wirklich reingeknallt, ne? Also im Diffuser, wenn ihr an so reines Eukalyptusöl rankommt, ich sag's euch, das ist der Knaller. Muss ich mal gucken, ob ich hier noch was habe. Ich muss nämlich mal schauen. Ja, das ist das Orange Blossom und Kaschmir. Das ist das White Peach Ding. Jetzt habe ich Peach und Patchouli. Peppermint und Vanilla. 4, 5. Ach, der Toasted. Der Toasted. Der Toasted Cranberry. Oh, ich habe noch ein volles. Ein volles mit. Peppermint. Sehr schön. Okay, also von denen habe ich jetzt tatsächlich 5. Ja, weil ich muss ja hier immer ein bisschen gucken, weil wir ja die Öle nicht mehr in kleiner Form kaufen können, sondern wir müssen die jetzt echt schauen, dass wir die alle in groß haben. Irgendwie. ja, okay. Jetzt schaue ich dann mal, was ich als nächstes nehmen könnte, weil ich nehme wieder ein Öl. Das ist jetzt mein Plan. Ich nehme immer Öl zum halben Preis. Dann bekomme ich die auch so zusammen. So, meine Lieben, das war's von mir. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen zusammenräumen. Also ich muss nicht aufräumen. Also es schaut eigentlich, hier schaut es schlimmer aus, wie es eigentlich ist. Und ja, ich gehe freudestrahlend meinem ersten Arbeitstag entgegen, beziehungsweise ich war ja heute früh schon. Bin ja heute früh schon fast erfroren. Und ja, ich muss dann gucken, dass mein Ofen auf jeden Fall hält, weil sonst, wenn der wieder ausgeht, dann ist es wieder. Das ist wirklich, also das ist, wenn der ausgeht, der ist maximal dann noch eine Stunde, ist es warm und dann geht es. Kannst du am Thermometer gucken, wie die Temperatur nach unten geht. Ne? Aber es geht halt nichts über Schweden rum. Ne? Ist einfach so. Ja, zu den Halbpreisen, wo es ja in diesem Monat zwei gibt, das gilt für neu abgeschlossene Partys. Also die müssen im Januar begonnen haben. Also die Be oder beginnen im Januar und enden auch im Januar mit 295 Euro. Dann gibt es zwei Halbpreise. Bestehende Shopping-Links. Damit funktioniert das nicht. Und ja, nicht vergessen, heute Abend ist Love in the Air. Unsere Valentinskollektion geht an den Start um 20 Uhr. Und aktuell bekommt ihr ja noch unsere Bring Back My Bar.
Und die Karnevalskollektion. Und ich muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken, ob für mich heute schon wieder irgendwas gilt, was ich vorkaufen kann. Nee, ich glaube, erst nächste Woche. Na, es wird auf jeden Fall noch spannend im Januar, könnt ihr mir glauben. Und ja, ich wünsche euch dann einen schönen Montag mit nicht zu viel Behinderungen durch die ganzen Demos. Heute früh ich glaube, um kurz nach 6 sind bei uns auch schon die ersten Traktoren vorbeigefahren mit Lichterketten und Blinklichter. Also es war echt spannend zuzugucken. ja, heute Abend Valentinskollektion und ja, ich werde jetzt mal gucken, was ich jetzt heute noch alles anstelle. Ich muss mein Abendessen noch vorbereiten und ich muss langsam jetzt wieder hier einen Plan ausarbeiten, wie ich das alles hier am besten immer bewerkstellige und ja, in diesem Sinne, ach, der UBS kommt heute, der bringt mir ja mein kleines Biest wieder. Ah. Ja, also, aber ich glaube, die andere Bestellung, ich befürchte, ich weiß gar nicht, ob die auch alle die Arbeit niedergelegt haben. Aber es kann durchaus passieren, dass meine andere Bestellung sich etwas verzögert. Möglich ist alles. Aber naja, gut, wir werden sehen. Also, in diesem Sinne, habt einen wunderschönen Montag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast, auf der Suche nach einem bist, darfst du gerne in der Beschreibung gucken. Da steht meine Handynummer. Und ja, wenn du starten möchtest, gehst du auch einfach auf meine Homepage und kannst dir alles über Starten durchlesen. Es ist diesmal im Starter-Kit ist nochmal. Sind nochmal Full-Size-Produkte von unserer Waschmittelserie dabei, also einmal Waschmittel und einmal Washerwips. Und wenn du da Fragen dazu haben solltest, darfst du dich auch gerne bei mir melden. Und ja, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee zu Ende und dann muss ich mich mal nach draußen in die Kälte stürzen. Also, meine Lieben, macht's gut, wir sehen uns.